Herzlich willkommen zu Sunkenland. So, es ist später Nachmittag, ich ziehe aber trotzdem nochmal los. Ich habe ein paar Sachen in der Tasche. Ich werde nochmal versuchen, die gegen eine... Halt, Fahrgast ist nicht das, was ich will. Ich will fahren. Kann ich das auch hier rausschieben? Geht, glaube ich, auch. C. Was probiere ich mal? So habe ich mir das gedacht, genau. Und dann... Jetzt bin ich Fahrgast. Fahrt. So. So, ich will ein paar Sachen verkaufen, weil ich habe letztes Mal... Habe ich das dabei? Nee, habe ich schon... habe ich jetzt nicht dabei. Ich habe einen Erzdetektor, ich sag mal, gekauft, erhandelt. Und habe es leider verbröselt, eine Batterie dafür zu kaufen. Sehr doof. Ich bezweifle, dass ich das hätte noch machen können, weil ich hatte sowieso nichts mehr, was ich Wertvolles hätte eintauschen können. Aber ich will mein Glück versuchen. Ich weiß nicht genau, wie viel sie für so eine Batterie haben will. Ich versuche es einfach mal. Und das andere, was ich unbedingt machen muss, ist mir eine Armbrust bauen. Denn auf jeder Insel, und gestern war ich auf der hier rechts, auf der ich bisher gelandet bin, waren alle besser bewaffnet als ich. Und die da drüben hatten eine Armbrust und das hat deutlich mehr Wumms gemacht als mein kleiner Bogen. Das heißt, ich muss aufrüsten und eine Armbrust zumindest ist in Reichweite. Da muss ich nachher mal gucken, aber jetzt mache ich schnell erstmal das hier, bevor ich dann, die Erze brauche ich ja auch irgendwann. So, dann noch da drauf rums. Sehr gut. Sag mal, würdest du mir günstig so eine Batterie verkaufen? Hey, looking to buy? Check it out. Also, ich hätte gern... Hier. Die hier. What can you offer me? Was? Das tolle Korsett? Wie wäre es mit... Not enough. Okay, das ist schon mal so ein bisschen. Wie wäre es mit einem Stück Fleisch? Eigentlich nicht. Okay, Erz ist nicht so viel wert. Okay. Fine, we can have a deal. Okay, 5 Fleisch, 5 Erz, eine Brieftasche und ein Korsett. Alles klar. Ich habe eine Batterie. Mehr. Mah, du echt, du hast halsabschneiderische Preise. Wieder schon. Ja, alles selten hier, aber gut, ich muss weiter looten, weil sonst habe ich, wird das nix. Ich guck mal ganz kurz, was ich für so eine Armbrust bräuchte. Hier, ich brauche. Ah, die Komponenten. Ich glaube, Seil habe ich genug. Die Komponenten sind ein Problem. Und es wird aber auch schon wieder finster. Wo fahre ich denn hin? Eine gute Frage. Hier rechts an diesem Turm, da habe ich schon so ein bisschen was ertaucht. Wo ich dich ein bisschen näher ans, an die Insel. Hier, da sehe ich doch was. Okay. Ich versuche nochmal schnell mein Glück, bevor es ganz dunkel wird. Oh je. Ist schon fast so weit. Oh, das könnte nach Komponenten aussehen, so ein alter Trecker. Glas, Metallschrott, einmal Komponenten. Sehr gut. Und viel Glas. Und wenig Luft. Ich muss schon wieder hoch. Bin ich ganz gesund? Kopf nach oben. So, gleich nochmal runter. Es ist gar nicht so tief. Ah, da ist noch ein Auto. Noch mehr Metall. Nochmal Glas. Nochmal Komponenten. Sehr gut. Okay, das ist aber noch nicht ein Dorf. Das hat keinen Sinn. Aber, und mir wird sehr, sehr kalt. Oh, ich muss zusehen, dass ich kalt bleibe in der Nähe eines Feuers. Ja, das ist hier unter Wasser schwierig. Ich muss zusehen, dass ich nach Hause komme. So, bin ich... Ah, hier, fahren. So.
ich gehe mal rein. Vielleicht hilft das. Hier, das zum Beispiel hier. Ist das Feuer genug? Ja, tatsächlich. Das ist Feuer genug. Sehr schön. Okay, was habe ich? High Heels. Gut, High Heels können wir gleich verkaufen. Brauche ich nicht. Dann habe ich hier 3 Komponenten. Und 3 habe ich tatsächlich noch. Das ist super. Machen wir hier mit Essen kochen weiter. Und Holz dazu. Und ich könnte sogar schon schlafen. Kann das sein? Ja, tatsächlich. So, einmal der Erzdetektor. Wenn ich den hier in die Hand nehme, muss ich dann... So, ich schau mal, wie das geht. Schiebe ich die da einfach drauf? Ah, hier. Mein Kopper. Kann ich irgendwas anderes machen? Ah, Rechtsklick ist mein Iron, mein Sulfur. So. Oh, oh. Schritte draußen, nicht gut. Das ist gar nicht gut und ich habe nicht mehr viele Pfeile. 12. Weg hier, weg hier. Wie viel seid ihr denn? Oh, eine Frau, glaube ich. Brauche einen besseren Speer. Die ist härter gegen als ihr Freund. Oh nein, und sie sind zu zweit. Oh, sie ist bewaffnet. Oh mein Gott. Die letzten waren nämlich immer unbewaffnet. Aber da sind noch mehr. Oh mein Gott. Er hat versucht, meine Hütte kaputt zu machen. Okay. Was für eine Aufregung mitten in der Nacht. Ich muss mit meinem Werkzeug Reparaturhammer mal losziehen und gucken. Oh, Erdbeeren. Hat sie dabei irgendwas? Noch mehr Erdbeeren. Bin mir immer nicht sicher. Höre ich das Boot? Höre ich noch mehr von denen rumspringen? Nix dabei. Ich habe leider gerade keine Fackel. Okay, ich glaube, die Angriffswelle ist überstanden. Und bin ich froh, dass ich hier draußen Licht gemacht habe. Und die Tür zugemacht habe. So, wo ist mein Reparaturhammer? Mit dem mal kurz gucken, wie es aussieht. So, einmal die Schuhe. So, wie funktioniert denn das jetzt? 1800 von 2000. Habe ich denn Eisen in der Tasche? Ja. Sieht nicht so aus, als würde ich was reparieren. Ah, jetzt. Okay. Das sieht... Ah, ist auch ein bisschen angegriffen. Die habe ich letztes Mal versehentlich abgerissen, die Tür. Die ist natürlich neu. So, jetzt lass mal hier die Wand noch sehen. Die... Da komme ich an alles Mögliche dran, nur nicht an die Wand. Die Plattformen sind okay. Da, oh nee, die ist schon fast... Okay, man muss da irgendwie sehr, sehr genau positionieren, so. Wenn nämlich die Plattform wegbricht, ist alles weg, was ich da drunter gepackt habe.
das hier war vielleicht gar keine schlechte Idee. Hat aber, glaube ich, ziemlich viel Ressourcen gekostet. War nicht so einfach. So, was ist damit? Sieht gut aus. Okay. Boah, und es ist schon fast morgen. Ich müsste eine Runde schlafen. Ich schlafe eine Runde. So. Puh. 4 Uhr. Oh, endlich ist es wieder hell. Wir sehen ein bisschen was. Ich bin wahnsinnig hungrig. Erstmal hier den Dingsi. Das ist auch fertig. Dann packe ich das hier mit drauf. Bin ich eigentlich gleich. Oh, und ich bin sehr durstig. Und muss gleich noch was essen. Noch ein gebratener Fisch. Okay, dann einmal die wertvollen Erdbeeren weg. Die Krabbe kann weg. Pilze. Na, das könnte ich vielleicht gleich nochmal drauflegen. Und dann tue ich mal Glas und Stoff weg. So, und jetzt gucke ich nochmal. Ich brauche diese Armbrust ganz dringend. Einmal Seil. Halt, jetzt habe ich gerade den Stoff weggepackt. Einmal Seil. Ich muss auch gleich nochmal hier was anlegen. Einmal Seil kann ich machen. Und dann kann ich hier halt eine Armbrust herstellen. So. Die ist gemacht. Dann brauche ich jetzt noch die Bolzen. Da. Oh, und die sind aus Eisen. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Wie kann ich denn davon machen? Das sind jetzt 10. 20, 30, 40, 50, so 60 mehr mache ich nicht, sonst habe ich noch einen dritten Stack. Sehr gut, das gefällt mir gut. Dann habe ich noch 2 Komponenten übrig und natürlich kommt die Armbrust hier irgendwo hin. Stoff bleibt da. Den Metalldetektor nehme ich auch mal mit. Auch wenn ich eigentlich noch gar kein Metall, ich lasse den mal da, ich brauche ja noch gar kein Metall. Brauche eher andere Sachen im Moment. So, und jetzt gehe ich nochmal gucken, wieso meine Baumwolle steht und da ich nichts anderes anzubauen habe. Hier, die Baumwolle sieht gut aus, aber glaube ich noch nicht fertig. So, ein bisschen länger dauert es dann doch. Sehr schön. Das wird das Stoffproblem auf jeden Fall vereinfachen. 6-mal Samen habe ich noch. Hier ist was fertig. Und wie ist hier mit Wasser? Ein bisschen Wasser ist noch da, aber nicht mehr so viel. Hm, ich muss noch mal kurz Wasser tragen. Einmal da. Einmal da. Bisschen mühsam, aber zum Glück wohne ich nicht ganz oben. Ich wünsche mir doch, dass wenn ich dann abends zurückkomme, wenigstens was zu trinken habe. So, das ist okay. Und jetzt ist die Frage, kann ich denn noch was tun, um die Bude besser abzusichern? Was habe ich denn da letztes Mal hingebaut? Was war denn das? Eine einfache Barrikade, die Eindringlinge behindert. Und was habe ich noch gemacht? Stacheldraht. Bin mir gar nicht sicher, was das da draußen ist. Ah, ich habe die Wandsperre gebaut, glaube ich. Fügt Feinden bei Kontakt Schaden zu. Das ist besonders gut. Bisschen Holz, bisschen Eisen. Könnte ich das auf der anderen Seite auch noch hinmachen? So. Schauen wir doch mal. Damit, wenn die hier dran buddeln, dass das auch passiert. So, Wandsperre. Ist das richtig? Ja. Muss das nicht ein bisschen höher? Eventuell schon. Ich mach das mal hier hin. Ich kann auch nur... Ach genau, das war das Problem letztes Mal. Ich kann immer nur eins bauen, weil es sonst nicht teuer ist. Na gut. Ja. Mehr looten. Mehr looten. Gut. So. Ah, das sind jedes Mal eine Kohle. Ich hoffe, ich kann irgendwann was Gutes mit der Kohle machen. Ah, Schwarzpulvermunition. Da fällt mir ein,
Da fällt mir ein, ich habe so eine Pistole gekauft für Schwarzpulver. Eine antike Steinschlosspistole für Schwarzpulvermunition. Ich kann aber noch keine, glaube ich, keine Schwarzpulvermunition machen. Mission Baupläne. Okay, ein paar habe ich schon gekauft. Tja. Ich nehme mal an, dass das hier auftauchen würde. Ich glaube, ich brauche erstmal. Ja, Schwarzpulver sehe ich noch nicht. Nee, nee, nee. Aber hatte ich nicht noch. Achso, doch, die habe ich alle schon gelesen. Die Baupläne, die ich gefunden habe. Ja, gut. Okay, das heißt. Ich muss hier ein bisschen mehr nach draußen. Und auf der anderen Seite. Und natürlich bin ich wild darauf, meine Armbrust auszuprobieren. Deswegen, keine Ahnung. Fahre ich doch nochmal zu der Insel, bei der ich gestern gescheitert bin. Hier hinten. Die kleine Felseninsel. Wenn mich doch glatt einer mit seiner Armbrust fast platt gemacht hätte. Die hatte deutlich mehr Wumms als mein Bogen, deswegen war das nicht so eine gute Idee. Ich finde wirklich, dass das Spiel fantastisch aussieht. Die Wolken sehen nicht so toll aus. Aber das Wasser. Und normalerweise ist ja gerade das Wasser relativ schwierig eigentlich in Survival Games. So, hier war ich schon mal. Da habe ich schon ein bisschen gelootet. Ich glaube, ich probiere mein Glück wieder hier weiter rechts. Da war nicht so viel. Und guck mal, ob die, die ich schon besiegt habe, ob die inzwischen respawned sind, weil dann muss ich die gleich als erstes wieder wegmachen. Ich komme irgendwie gar nicht vom Fleck. So. Meine Gesundheit ist nicht so toll, sehe ich gerade. Kann ich denn da irgendwas gegen machen? Der hat 20 Gesundheit. Okay, naja. Wieso ist es denn jetzt 17.48 Uhr? Schon wieder so spät? Habe ich so lange geschlafen? So, und wo sind meine Waffen? Wo sind meine Waffen? Ich habe noch die Pfeile, aber mein Bogen und mein Ding sind weg. Ach! Was ist das denn? Okay, da muss ich gerade einen Fehler gemacht haben beim... Da oben sehe ich schon einen Stehen. Ja, das hat keinen Sinn. Gut, dann gehen wir nur tauchen. Das ist ja blöd. Wie ist das denn passiert? Ja, mit meinem kleinen Speer. Oh, sind das Schildkröten? Tatsächlich. Wie schön. Okay, bei denen brauche ich auch nicht vorbeigucken. Nun gut. Dann gehen wir halt nochmal tauchen. Bisschen hin und her buddeln. Und ich werde heute Nacht nicht schlafen, weil es ist ja, oder sofort, wenn es losgeht, weil es ist ja tatsächlich schon wieder 18 Uhr. Das verstehe ich gar nicht so richtig. Naja, die Zeit verfliegt eben so ein bisschen subjektiv. So, hier gucke ich jetzt nochmal, sonst ist gleich wieder Stockfenster. Und, schauen wir mal an, was das hier ist. Sehr schön. Okay. Ich fürchte, ich werde gleich wieder frieren. Ich probiere wenigstens noch ein Auto. Bisschen Glas, bisschen Metallschrott, vielleicht noch Komponenten. Nicht richtig viel. Ja, nee, schon zu spät zum Tauchen. Okay, das habe ich wohl irgendwie verbröselt. Naja, dann fahren wir nach Hause.
warten auf die nächste Angriffshorde. Ich hoffe, es kommt nicht jede Nacht was. Das wäre echt anstrengend. Zumindest habe ich ein Licht aufgestellt. Das ist schon mal eine Hilfe. Kälte, bleib in der Nähe eines Feuers. Ich habe es geahnt. Ja, also was man nicht tun sollte, ist morgens um 4 erst ins Bett gehen. Das ist wie im echten Leben, das funktioniert tatsächlich nicht. Am nächsten Tag dann zeitig aufzustehen. Ja. Okay. So, wie ist es hier? Besser. Ich könnte noch eine Runde drehen, kann ich denn... Oh, ich kann ein Akkuladegerät bauen. Ach so, Kupferbahn. Ja, soweit bin ich noch nicht. Ich habe keinen Stoff dabei, sonst hätte ich mir mal eine Fackel gemacht. Damit ich gleich wenigstens einmal über die Insel laufen kann und ein bisschen nach Holz suchen. So, ich habe kein Holz in der Tasche. Nochmal zurück. Einmal Fackel. So. Und natürlich will ich wissen, wo habe ich meine Sachen gelassen. Hier schon mal nicht. Hier ist mein Bogen. Aber meine Armbrust ist nicht da. Habe ich die irgendwie fallen lassen? Also irgendwas ist total schief gegangen. So viel ist schon sicher. Und ich weiß nicht was. Und diese Armbrust war nicht billig. Die jetzt nochmal zu machen, ist echt ein Problem. Tja. So, einmal ist schon fertig. Zweimal Baumwolle und einmal und zwei Samen rausgeholt. Das ist gut. Ja. Aber ich meine tatsächlich meine Armbrust irgendwie verloren. Mann, Mann, Mann. Hätte keine Chance in einer echten Situation wie dieser. So, aber hier müsste eigentlich ein bisschen was liegen. Ich war ja schon eine Weile nicht mehr über die Insel gelaufen. Da. Oh, und Erdbeeren. Sehr gut. Pilze. Ja. Da sind noch mehr Erdbeeren, Angelköder. War der jetzt an den Erdbeeren dran, der Angelköder? So. Ja, das hat sich gelohnt. Dann nix wie rein, Tür zu. Ich muss echt noch ein bisschen weinen über meinen. Jetzt habe ich diesen... Ach nee, hier ist die Armbrust. So, jetzt. Ich wusste gar nicht, wie die aussieht. Und da ist auch noch so ein ganz klein bisschen Fackel. Nehme ich die doch mal in die Hand. Beziehungsweise, jetzt brauche ich sie eigentlich gerade gar nicht. So, die Armbrust kommt jetzt hier runter. Dann kommt der Bogen tatsächlich in die Metalltruhe. Sowas gedacht. Die Pfeile können da auch gleich mit dazu. Ich tue ich die hier einmal runter. Dann habe ich Erdbeeren. Also hier. Saatgut, Baumwolle. Angelköder. Und natürlich Eisenerz. So, es ist noch nicht Schlafenszeit. Ich gehe sofort ins Bett, sobald es soweit ist. Und gucke am nächsten Morgen, wie spät es ist. 0.48 Uhr. Wie kann es noch nicht Schlafenszeit sein, Leute? So, dann esse ich noch mal was, weil sonst fehlt mir am nächsten Morgen was. Okay, diese Nacht werde ich wohl nicht schlafen, weil ich einfach noch nicht lang genug wach bin, nehme ich mal an. Gut, dann werfe ich noch mal einen Blick hier in mein Inventar und baue oder schaue, was ich bauen kann. Die Wasserflasche habe ich, das ist gut. Ich habe noch ein bisschen Holz, das ist auch gut.
Und ich habe nichts mehr zu essen. Hier fällt noch rauf. So. Dann hole ich gleich noch mal Wasser. Mal das hier oben, das brauche ich eigentlich nicht direkt. Den Reparaturhammer packe ich auch hier rein. Den brauche ich im Moment auch nicht. So, zweimal Wasser. Gut. Dann ist er wieder ein bisschen nachgefüllt und dann ist die Frage, ja, wie kann ich weitermachen? Mein Forschungstisch, den muss ich mit 15 Komponenten 20 Gummi aufwerten. Also Komponenten sind echt noch sehr knapp. Ich habe nur 2. Gummi habe ich schon 19. Das ist also nicht so das Problem. Ich nehme aber mal an, dass ich dann plötzlich auch mehr Sachen bauen könnte. Tja, was kann ich sonst noch? Ich kann den Metallspeer... Das könnte ich eigentlich machen. Metallschrottspeer. Was hat der hier? Der hat 32. Gut, 8 mehr Schaden. Ja, ja. Das mache ich mal. Die 15 kriege ich eh nicht so schnell zusammen. Halt ein Klebeband. Ich suche immer noch nach einer Variante. Wie kann ich ziehen? Ach so. Nee. Ach, egal. Packe ich eben alles rein. Hier. Den Metallschrottspeer. Freigeschaltet. Wandfalle. Das sieht tatsächlich gut aus. Dafür bräuchte ich auch nur ein Seil. Komm. Ich verprass gerade mal alles, was ich habe. Was soll's? Ein Seil. Und dann kann ich die Wandfalle auch noch erforschen. So, und jetzt kann ich gucken. Akkuladegerät wäre natürlich cool, aber elektronische Teile habe ich noch nicht. Die habe ich bei der Händlerin allerdings gesehen. Reparaturwerkbank, auch Komponenten. Okay, Fischernetz. Auch Komponenten. Dann. Und Dach wäre noch schön. Holzregale. Wandfalle. An den Wänden angebracht, wird durch in der Nähe befindliche Feinde. Ja, was eigentlich? Hm, ja, kann ich jetzt so spontan eh nicht machen. Ich packe mal die Sachen zurück. Es ist nämlich schon morgen. Und diesmal ziehe ich dann doch etwas eher los und packe diese Sachen mal wieder zurück. Ja. Wackel, dass ich auch mal da einmal was zu essen mitnehmen und wieder was drauflegen. Und dann können die anderen nämlich auch hier bleiben. Ah, ich habe sogar 2 Sachen zu essen. Und das auch so einmal schnell. Tauchen will ich schon noch. Vielleicht mache ich noch so einen kleinen Tauchgang. Hier direkt vor da. Es ist noch kalt. Es ist natürlich auch noch ziemlich finster. Aber ich kann bestimmt schon lospaddeln. So, hier. Das ist cool mit dem Anschubsen. Das ist echt nett gemacht. So, ich wollte eigentlich andersrum fahren, aber hey. Ich fahre jetzt straight zur kleinen Felseninsel und schau einfach mal, wie meine Armbrust sich schlägt. Diesmal habe ich sie hoffentlich dabei. Da sind wieder die Schildkröten. Oh, da steht schon wieder einer. Ich sehe ihn schon. Ich will aber erstmal kurz... die sind ja süß.
Er sieht mich nicht sofort. Okay. Mensch, ein Lappen und ein bisschen was zu essen. Okay, hier ist wie immer nur wie letztes Mal nur einer, das heißt, der Rest steht da drüben. Ich hätte ja gern noch mehr von diesen Zitronen. Aber letztes Mal, die sehen mich immer, bevor ich sie sehe. Oh, da sehe ich aber schon Zitronen. Und da sehe ich aber auch so einen Feind. Oh. Okay, das war jemand anders noch, der auf mich schießt. Oh, da drüben. Oh. Ich muss in Deckung gehen. Au, 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 au. Oh. Der hat ein bisschen mehr Übung als ich scheinbar. Oh, und ich habe ihn nicht getroffen. Das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Okay. Ich hoffe, ich kann so ein bisschen schleichen. Ah. Ich sehe ihn da drüben rumschleichen, aber er sieht mich nicht scheinbar. Und da oben sehe ich noch einen zweiten, der mindestens auch eine Armbrust hat. Wenn nicht mehr. Hm. Bestimmt habe ich noch einen übersehen. Ich sehe Erdbeeren. Oh weh. So, wo sind sie? Den habe ich erledigt, sehr schön. Ah, jetzt sehe ich ihn schon wieder nicht mehr. Eieiei. Ich habe ihn getroffen. Sehr gut. Ich habe ihn nochmal getroffen. Mist. Es ist schwierig, den von hier oben zu treffen. Vor allem. Ich hoffe nicht, dass jemand von hinten kommt. Ah, ich habe ihn. So, ich glaube, das war's. Aber sicher bin ich mir nicht. Aber ich nehme schon mal die Zitronen. Aber es sieht gut aus. Oder? Hier. Ja.
Eine Tasse Wasser. Oh, der sieht nochmal anders aus. Hatte ein bisschen mehr Klamotten an und tatsächlich eine Armbrust. So, dann gucke ich nochmal nach dem hier unten. Hier. Okay, die Insel ist befreit. Aber ich vermute, das wird nur kurz halten. Und jetzt ist die Frage, hier sind noch mehr. Was nehme ich denn noch alles mit? Ich könnte die jetzt natürlich theoretisch komplett abholzen, aber hey. Nicht so ein bisschen. So. Dann habt ihr nächstes Mal nicht so viel Deckung. Und noch mehr Zitronen. So, und da ist noch Eisen. Das ist ja bequem jetzt. Über Wasser. Wunderbar. Okay, das hat sich gelohnt. Bin sehr zufrieden mit dem Tag. Wenn der letzte irgendwie weg ist, was da hinten schwimmt. Sind das schon wieder Schildkröten, die da hinten schwimmen? Oder ist das was anderes? Oder sind das Mutanten, die hier rüberkommen? Oh. Nee. Das sind irgendwelche Tiere. Wahrscheinlich die Schildkröten. So, konzentrier dich, Liane. Nimm das hier noch mit. Gibt's noch? Ja. Ein bisschen mehr Holz noch. Das ist tatsächlich super. Und da war noch was. Sehr schön viel Holz. Und vielleicht gucke ich auf dieser Seite noch, was hier alles unter Wasser ist. Da noch irgendwas im flachen Wasser ist, was ich leicht einsammeln kann. So, sehr gut. Noch mehr Zitronen. Und Erdbeeren. Wunderbar. So, dann gucke ich noch, wie voll ist meine Tasche. Komplett voll. Ich brauche nirgendwo hintauchen. Ich muss und auch keine Krebse einsammeln. Ich muss dringend zu meinem Boot. Und ein paar Sachen abladen. So. Trink mal eine Limo. Ganz schön weit draußen geparkt. Hey ihr. Keine Sorge, euch tue ich nichts. Ganz bestimmt nicht. So. Das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Und jetzt paddel ich mal noch ein bisschen weiter. Halt, ich würde eigentlich was schlauer auf der Seite. Hier. So, zurück, 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 zurück. Und einmal nach rechts. Sehr schön, dass man so schnell so ein Boot machen kann. So, hier wollte ich noch mal kurz runter und gucken, was es gibt. Sieht leer aus, muss man sagen. Sieht sogar sehr leer aus. Aber da hinten ist eine Autobahn. Was ist das hier? Und das hier ist Eisen vielleicht? Ne, das ist nix. Okay, das ist hier sehr weit unten, nichts Spannendes und ich kann direkt weiter nach Hause, damit das auch geklärt. Ich glaube, einmal die Taschen voll reicht ja eigentlich auch. So.
Die lass mich mal einsteigen. Gut, dann fahre ich mal nach Hause. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.